Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde der gepflegten Wellheim-Unterhaltung. Wir haben irgendwie in den letzten zwei Folgen so alles verkackt, was man verkacken kann. Ja, eigentlich. Ach, ey, das ist wirklich. Vor allem von wo denn? Irgendwo da hinten, ich sehe es nicht mal. Schieß nochmal bitte. Dort. Verdammt. Wirklich, und da soll mal einer sagen, der Sumpf ist cool. Der versteckt sich hier hinterm Schilf. Hat noch drei Schlundis um sich drumherum. Das, wenn man sich denkt, komm, den mach mal auf Nahkampf, hat er direkt Unterstützung. Bam, so, weg mit euch jetzt. Ach, und der, das ist wirklich, die hören nicht auf. Also ich glaube, die werden unendlich im Wasser gespawnt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder die haben so einen Radius von 8 Millionen Kilometern, wo die einen mitkriegen und kommen hier alle aus der Umgebung her. Ja, was soll ich sagen? Ich gucke jetzt nochmal kurz die Kisten durch, ob ich es irgendwo übersehen habe, aber nein, wir haben tatsächlich die Eisennägel eingebüßt. Hier ist auch nichts, was noch irgendwie blinkt oder so. Ach, das ist echt ärgerlich. Schon wieder zwei Tworger. Das ist einfach eine Insel, die hat keinen Bock auf dich. Die hat wirklich einfach keinen Bock auf dich. Ich dachte ja schon, der Sumpf beim Knochenwanz ist schlimm, aber ganz ehrlich, das hier ist noch viel schlimmer. Ist an sich ein schöner Ort, um Innereien und so zu farmen. Na gut, was soll's. Jetzt mit dem kleinen Floß auf Schlangenjagd zu gehen, halte ich für ziemlich dumm. Wir würden es vielleicht schaffen, die anzulocken hierher, aber ganz ehrlich, nein. Das probieren wir nicht. Ich wollte das gerne mit dem großen Schiff probieren, was ein bisschen mehr aushält. Aber das müssen wir wohl doch erstmal sein lassen. Schade. Oh, wir haben hier auch noch so Unmengen viel Zeug. Sache ist, wir kriegen das auch gar nicht alles transportiert, weil im Floß selber haben wir ja kein Storage, ne? Würde zumindest keinen Sinn machen. Nö, haben wir nur im großen Boot. Das nächste Größe. Ah, da kommt wieder ein Zorngeist. Warum vergiftet es den denn nicht? Weil der nicht aus Fleisch besteht, ne? Hat das Spiel da so weit gedacht? Bestimmt. Aua. Gib mir noch eine Kette, komm schon. Oh, dieser mal nicht. Ach doch, hier. Ich darf bloß nicht aufnehmen. Ja, also wir müssten. Ja, wir sind halt sowas von übervoll. Eigentlich müssten wir mit dem Floß wieder zurück Portal holen und doch mit Portal wieder hierher kommen und hoffen, dass wir nicht unterwegs sterben. Haben aber auch nicht genügend Holz, um jetzt irgendwie noch eine Truhe zu bauen. Ach man, wir sind irgendwie gerade in einer echt ekligen Situation. Nee, wir haben hier auch absolut keinen. Oh, 33 Disteln. Die sind auf jeden Fall geil. Die tauscht man schon mal ein. Die brauche ich auf jeden Fall. Nee, also wir können jetzt eigentlich nichts anderes machen. Wir müssen hier noch ein bisschen Zeug liegen lassen. Guck mal, wir können hier die Knochen mal gegen das Edelholz tauschen und die Knochen hier mit drauf werfen. Dann können wir das Holz hier mit drauf werfen. Innereien auch. Die Disteln, dass wir uns ein bisschen Platz schaffen. An sich brauchen wir dann bloß das Holz von der Werkbank, das Edelholz und Surtlingkerne und die Augen noch. Also lasst uns mal noch ein, zwei Plätze frei machen. Das Holz kann raus. Dann mit hier drüben hin. Sonst noch irgendwas doppelt? Nicht wirklich, ne? Hier ist noch ein Platz frei. So, also müssen wir wieder zurück. Kriege ich das jetzt aus der Entfernung noch repariert? Ja. Sehr gut, aber es hatte an sich noch relativ viel Leben, muss man sagen. Dafür, dass es so viel Schlundibisse abbekommen hat. Ach, das gibt's einfach nicht. Wirklich, das kann nicht sein. Ich verprügel dich mit meinen Händen. Nein, nein. Und wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Haben wir noch Giftwiderstand, aber ich möchte es eigentlich auch nicht unbedingt gerne benutzen, weil es
So viel davon haben wir nicht mehr. Na, die Schleimmasse teilt sich gleich auch noch. Das war doch so ein Vieh, ne? Also, nee, das war's jetzt erstmal mit Seeschlangen. Ganz ehrlich, da kommt der nächste Zungengeist. Was ist denn hier los? Das möchte ich nicht nochmal riskieren, dass wir hier hoch müssen. Das ist einfach der ekligste Ort in ganz Valheim, den wir bisher kennengelernt haben. So, jetzt kommen die zwei Schleimmassen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Ja, gut, ich gehe jetzt auf Nahkampf. Ich hau mir das Ding jetzt rein. Ach, genau. Wir müssen mal blocken. Perfekt. Komm, hau dir noch so ein Ding rein. Ich will jetzt hier nicht nochmal irgendwas riskieren. So. Man kommt hier wirklich keine einzige Sekunde zur Ruhe. Ist einfach nicht möglich. Ach, da ist er doch. Ich hab ihn nicht gesehen. So, ich hoffe, das reicht. Schnell aufs Floß und schnell wieder zurück. Wir müssen das Portal holen. Ah, wo ist denn hier die Leiter? Nein, wir trinken bestimmt gleich noch. Oh shit. Ich kann noch kein neu nachhauen. Wo komme ich denn da drauf? Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Alter, war das knapp. Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwo ein Pfeil. Hat das nicht so eine Leiter dran? Wenn ich war doof, ich bin dort zum Ruder hin. Irgendwie müssen wir da doch drauf kommen. Und wieder schön in der Nacht. Geil. Läuft bei uns zurzeit. Ich weiß nicht, wo kommen wir auf das Los drauf? Muss doch auch irgendwo einen Einstiegspunkt haben. Wenn wir springen, wird das nichts. Knapp, aber wird nichts. Wenn ich jetzt sage, ich will hier drauf. Hier steht zu weit. Zu weit. Ja, Leder, da war sie dran. Schwer gesehen in der Dunkelheit. Wir drehen, machen zurück. Holen uns das Portal. Wir haben schon wieder bloß noch zwei freie Sachen und keine Ahnung, wo der Eisenschrott herkommt. Da müssen wir notfalls was vorne wieder wegwerfen. Mann, Mann, Mann. Und wieder komplett Gegenwind. Ja, wir holen jetzt das Portal, gehen hier wieder zurück, bauen dort das Portal auf, dass wir das ganze Zeug, was jetzt hier liegt, wieder in die Basis bringen können. Und ganz ehrlich, dann ist das Thema Seeschlange hier oben für mich erstmal gegessen. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Ist halt echt schade mit dem Langschiff. Ich denke, wir hätten das geschafft mit dem Langschiff, die Seeschlange wieder hier zur Insel locken und dann halt Pfeile draufballern. Vielleicht sogar auf dem Schiff selber, ich weiß nicht, wie viel das Langschiff aushält. Und vor allem, ob das Gift bei der Seeschlange wirkt. Vom Torga Reißzahn. Weiß man halt leider alles vorher nicht. Wäre aber bestimmt möglich gewesen. Aber ganz ehrlich, jetzt aktuell erstmal nicht mehr. Diese Insel hier, das ist die Insel des Todes. Anders kann man sie nicht nennen. Die hat einfach gar keinen Bock drauf, dass da irgendwas nicht Sumpfiges drauf rumläuft. Dementsprechend machen wir das jetzt auch erstmal nicht. Wir holen das ganze Zeug, packen das wieder in die Basis und dann würde ich sagen, das ist halt echt schade, denn wir haben jetzt 100 Eisennägel verloren. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Gebirge ein bisschen erkunden, weil wir brauchen definitiv noch Silber und Wolfspelz, dass wir auch die ganze Rüstung und alles mal noch fertig bekommen. Und vor allem noch eine Drachentrophäe, dann könnten wir uns auch noch einen Drachenhelm herstellen. Da hätte ich echt Bock drauf, dass wir den noch kriegen. So, ich glaube, da vorne sind Twogger im Wasser oder Skelette oder irgendwas. Würde ich gerne ein bisschen Abstand von nehmen. Natürlich. Hätte mich eigentlich schon wundern müssen, dass so lange noch keiner da war. Okay, sind nur Skelette.
Ja, ärgerlich mit dem Tod halt, vor allem zwecks den Fähigkeiten, die wir wieder verloren haben. Aber so ist das halt manchmal. Schade, Seeschlange. Also Glück gehabt, Seeschlange. Dich hat es jetzt erstmal nicht erwischt. Ist halt die Frage, ob das was bringt, das Portal da oben dann stehen zu lassen. Bisher haben wir zwar noch keins eingebüßt, aber ich weiß halt nicht, inwiefern, weil auf unser Boot sind sie ja auch gegangen. Ach, kam schon wieder irgendwo ein Pfeil her. Und das war doch das Geräusch eines Schlundis, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Bisher haben wir tatsächlich noch kein Portal verloren. Noch nicht ein einziges. Obwohl die auch im Sumpf und überall standen. Ich sag mal, auf der kleinen Insel ist halt echt heftig was los. Und prinzipiell greifen die ja unsere Bauten an. Deswegen weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir bauen es mal da oben hin. Selbst wenn wir es verlieren, ist... Ach. Kann man hier nicht mal in Ruhe drei Sätze sprechen. Ja, also selbst wenn wir das verlieren sollten, ist nicht so schlimm. Ich möchte jetzt in Zukunft eh erstmal nicht mehr hier hoch. Dann muss das mit der Seeschlange halt noch ein bisschen warten. Denk mal, zu zweit wäre das bestimmt geil. Einer hat die Harpune, schnappt sich die Seeschlange, man kann die hinter sich herziehen. Und der andere kann drauf einschießen, prügeln, kloppen, was auch immer. Generell halt zu zweit. Ich weiß nicht, wenn man zu zweit spielt... Vielleicht kann die Frage mir einer von euch beantworten. Ich habe es ja bisher nur Singleplayer gespielt. Werden die Gegner irgendwie stärker? Ist das vom Spiel... Wird das wahrgenommen? Hey, hier ist ein zweiter Spieler? Wahrscheinlich nicht, ne? Wird wahrscheinlich alles nur einfacher, sobald man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, ne? Er berührt das gar nicht. Nämlich eigentlich doch ein Motorboot. Bam. Und bam. So. Dürfte doch nicht mehr so weit sein, ne? Vorne ist es schon. Ah, dann sollten wir das, denke ich mal, die Folge noch schaffen. Wir das Zeug wieder alles in die Basis kriegen. Waren jetzt halt, ja... Zwei verschenkte Folgen, beziehungsweise nicht ganz verschenkt. Wir haben unser Zeug natürlich wiederbekommen, das war ja erstmal die höchste Priorität. Die ganzen Bronzegegenstände. Und wir haben vor allem eine ganze Menge Disteln und alles, was wir einstecken hatten, wieder. Und auch so eine Menge an Innereien und Blutsäcken. Konnten wir ja auch unser eigen jetzt wieder nennen. Durch die ganzen Gegner, die da ankamen. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt gleich zurückgehen, ob die Insel wieder voll ist. Kann ich mir gut vorstellen. Da wieder 5 Twarga, 2 Zorngeister, 8 Skelette und 40 Schlundis auf uns warten. Ah, wir werden sehen. So, ich glaube, wir können langsam sogar mal die Segel ein bisschen... Obwohl, nicht wirklich. Ist das ein toter Fisch? Ich glaube, der ist tot. Wir uns wahrscheinlich mitnehmen können. Ah, ich überlege, wollen wir das kleine Floß jetzt vielleicht vorne am Portal kaputt machen? Hier durch den Sumpf erstmal bis hierhin laufen. Dann geht es zumindest etwas schneller. Den Sumpf sollten wir ja überleben. Ich glaube, wir machen das so. Wir müssen bloß mal gucken, was wir hier noch aus dem Inventar rauswerfen. Ah, das ganze Zeug hätte ich halt schon ganz gern wieder mitgenommen. Und dann müssen wir irgendwann später, guck mal, ein Eisen haben wir schon. Müssen wir irgendwann später mal wieder ein bisschen Eisen sammeln, dass wir uns nochmal so ein Langschiff bauen. Weil ich muss sagen, ich fand das Langschiff echt mega geil. Also das war echt schnell, das war wendig. Da war ordentlich Platz auch in den Kisten drin. Also es war insgesamt schon eine coole Geschichte. Hat nur leider nicht lange gehalten. Ich war glaube ich das am kürzesten lebende Boot, was unser war.
So, jetzt kommen wir noch ein kleines Stück mit hier rüber, Floß. Eigentlich könnten wir auch volle Bude hier aufs Land preschen. Dann kriegt das Ding schon mal Schaden. Wo wir jetzt natürlich, wenn wir zurückgehen, voll Rückenwind haben. Vielleicht ist es doch schlauer mit dem Floß. Jetzt haben wir Rückenwind. Obwohl wir nicht bei der Targobank sind. So, zack, Sotlingkern hat er. Und wir sind voll. Das heißt, wir werfen, was werfen wir weg? Düdüdüm. Ja, die komischen Trophäen braucht kein Mensch. Haben wir genug von. Und nochmal Holz. Perfekt. Wieder ab aufs Floß. Wir hätten es nochmal reparieren können vorher. Stimmt. Egal. Zurück. Ja, und jetzt haben wir Rückenwind. Jetzt können wir mit vollen Segeln vor. Ah, Moment. Doch, 10 Holz haben wir. Weiß nicht, warum da jetzt noch Holz liegt. Hauptsache, wir haben 10 Holz. Um wieder eine Werkbank bauen zu können. Ist egal. Was dort liegt, bleibt jetzt dort liegen. Haben wir alles andere? Wir haben die Sotlingkerne, wir haben die Augen. Ach, das Edelholz hat er nicht aufgenommen. Da haben wir aber noch genügend vorne in der Kiste. Die 40 Stück vom Boot hat es uns wieder gegönnt. Ganz ehrlich, das hätte alles behalten können, das Scheißspiel. Es hätte das Edelholz behalten können und die Felle und keine Ahnung was. Na doch nicht die Eisennägel. Ey, und der Wind hat wieder komplett gedreht. Ich glaube wirklich, das Spiel ist einfach gegen uns. Es ist einfach gegen uns. Jetzt müssen wir doch wieder mit dem Fluss zurück. Tut mir leid, aber jetzt nochmal. Obwohl. Nee, doch, wir machen jetzt mit dem Fluss zurück. Wieder komplett gedreht. Wir haben hier oben immer nur Gegenwind. Außer vor uns mit dem großen Langschiff. Da war es okay. Wahnsinn. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir Odin verärgert. Ich weiß nicht womit. Vielleicht damit, dass wir uns den Teleport-Mod installiert haben. Kann sein, dass er das nicht mochte. Und uns jetzt zeigt, was er so mit seiner Macht machen kann. Gegenwind, extrem viele Gegner auf kleinen Inseln. Wellengang. Unendlich Schlundis hat er gerade in die Konsole eingegeben, der gute Odin. Also slash unendlich Schlundis und bam. Schieß mal das alles mal los auf ihn. Dann müssen wir uns wohl doch etwas langsamer wieder nach vorne begnügen. Dann weiß ich nicht, ob wir es die Folge noch schaffen. Wir haben noch gute 2 Minuten Zeit, um anzukommen. Und dann, ganz ehrlich, 3 Kreuze, wenn wir das alles wieder in der Basis haben. Dann ist zumindest hier unser Todeszeug, also das, was wir verloren haben durch den Tod, wieder da. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Ausrüstung für die nächsten Tode. Also Zweit- und Drittrüstung, falls wir mal wieder sterben, meine ich. Ja, und dann mal schauen. Dann erstmal wieder Gebirge. Wie gesagt, unbedingt noch eine Drachentrophäe, unbedingt noch mehr Wolfspelze. Wir werden das dann alles hochleveln auf die 4. Den Drachenhelm herstellen, den idealerweise auch noch hochleveln, je nachdem, was es kostet. Wenn es das auch irgendwie jedes Mal eine Trophäe braucht, könnte es schwierig werden, weil die sind halt echt rar. Mal schauen, vielleicht finden wir auch noch das 3. Drachenei. Dann müssen wir natürlich auch noch den Ort registrieren von der Drachenmutti. Ja, und dann eigentlich auch mal zwischendurch tatsächlich doch nochmal in den Sumpf, würde ich sagen, noch das restliche Eisen holen. Wir brauchen wieder so ein Langschiff. Das war halt echt flink unterwegs. Ich hätte ziemlich Bock drauf, doch nochmal nach dem Händler suchen zu gehen. Frage ist nur, wo ist der? Am Ende ist der hier irgendwo. Ah, es ist echt eine schwierige Sache mit dem Händler. Ich weiß nicht, wie es vom Spiel selber gedacht ist. Ob der Händler wirklich gedacht ist, so von wegen, hey, so, ja, gegen Ende. Ey, ganz ehrlich, so mit einem, also vorm Sumpf, wo? Wo denn? Ich sehe es nicht richtig. Da, unter Wasser schießt der Pfeile, na klar. Nein, was mache ich denn? Das sind auch so Sachen. Das kann doch nicht sein. Müsst ihr mir mal zeigen, wie das unter Wasser funktionieren soll. So. Ja,
um nochmal zurückzukommen, wie ist das gedacht mit dem Händler? Gibt es jetzt echt viele Leute, die den gleich schon am Anfang gefunden haben? Ist das eigentlich vom Spiel so gedacht, von wegen, ja, schon, weiß ich, Grasland-Dunkelwald-Zeit? Oder, also ich persönlich muss halt sagen, schaut mal, wir sind mittlerweile im Gebirge. Na gut, mit dem Langschiff haben wir es noch nicht probiert. Ich sag mal, ohne Langschiff groß auf Erkundung zu gehen, ist eigentlich nicht, weil ohne großes Schiff sehe ich lange gar keine Chance. Ist halt die Frage, wie viel Bisse hält der aus? Schafft man es mit einem Langschiff und Edelholzbogen auf Stufe 4 so eine Seeschlange zu erlegen? Oder ist die vielleicht doch gedacht, dass man die harponiert und erstmal hinter sich herzieht? Und man wird nicht gleichzeitig harponieren und Boot steuern können. Ach, und schaut mal. Ach nee, das ist nicht unser. Ist nicht unsere kleine Insel da vorne. Wollte schon sagen, die ist schon wieder voll. Ja, oder ist das vom Spiel gedacht, dass man den Händler doch erst so gegen Mitte bis Ende findet, so wie es jetzt bei mir ist. Gute Frage. Vielleicht haben auch viele echt Glück gehabt und sind das erste Mal raus mit dem Boot, haben den gleich gefunden. Oder es haben halt doch viele diesen Trick benutzt mit... Ach du Scheiße. Diesen Trick mit Ach du Scheiße. Nee, haben vielleicht diesen Trick benutzt mit nochmal eine andere Karte erstellen. Mit einem Seed, wo man weiß, wo der ist. Schnell hinrennen, sein Zeug holen und wieder in seine Welt gehen. Ah, das möchte ich irgendwie nicht unbedingt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Cheaten ist. Ich habe, ja, wie gesagt, auch den Teleport-Mod. Also das ist schon eher Cheaten als alles andere. Aber irgendwie finde ich das zu einfach. Ich möchte ihn finden. Ich bin ein Jäger. So, na gut. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden dann nächste Folge vorne ankommen. Und hoffentlich alles wieder in die Basis kriegen. Bis dahin. Macht's gut.